Hi zusammen, Lajos hier. Viele Grüße aus Kapstadt. Und in heutigem Video möchte ich darüber reden, wie wichtig es eigentlich ist, wenn und dass du in deinem Umgebung solche Menschen hast, die entweder dieselbe Ziele haben, genau so ticken wie du, gar nicht so ticken wie du, und wie diese Sachen in Zusammenhang sind damit, dass du deine Ziele erreichst. Wir sind heute seit wie viel ist das jetzt genau? Wir sind heute seit genau einem Tag hier und es ist einfach krass. Heute Morgen war ich schon hier auf diesem Strand trainieren. Um 5.30 Uhr bin ich aufgestanden, dass ich mein Morgenritual mache, dass ich mich für den Tag vorbereite. Und das ist alles, dass ich mich besser fühle, ganz einfach. Und danach hatten wir da ein kurzes Gespräch. Dann waren wir frühstücken. Und hatten einen Vortrag bzw. Gespräch, wo wir verschiedene Aufgaben bekommen haben. Einige davon seht ihr jetzt oder Livestream oder Posts und so weiter und so fort. Natürlich, es ist viel, viel leichter jetzt. Also ihr kennt mich, ich bin eine Umsetzungsmaschine. Es ist für mich kein Problem, eine Idee zu verwirklichen, meine Ideen zu verwirklichen und so weiter und so fort. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dir, und du hast die Möglichkeit, weil deine Umgebung wählst du aus, außer du hast jetzt unterschiedliche Lebenssituationen, wo du nicht unbedingt weißt, was zu tun ist. Aber meistens können wir unsere Umgebung bestimmen. Was ich damit sagen will, ist, dass es fällt mir viel, viel einfacher, in einer Umgebung Action zu machen, rausgehen und zu attackieren, als alleine. Ich kann da nachfragen, ich habe da immer Hilfe dabei. Natürlich, es ist nicht so, dass wir jetzt nach Hause gehen, beziehungsweise nach Deutschland gehen und dass wir weiterhin irgendwo bei jemandem zusammen leben werden. Aber es ist schon wichtig. Es ist schon wichtig und deshalb ist es auch super wichtig, dass es dir bewusst ist. Dein Umfeld prägt deinen Charakter. Und ich will jetzt eine Geschichte erzählen. Es ist nicht leicht, hier zu sein. Es ist wunderschön hier. Also wir haben hier alles. Das ganze Hotel ist für uns. Das Essen ist, Mamma mia, ist das gut. Das Zimmer wird jeden Tag sauber gemacht. Jeden Tag neue Handtücher, jeden Tag nochmal neue Wäsche und so weiter und so fort. Also es ist einfach krass. Trotzdem hatte ich heute, gestern Abend und heute so viele, so schwierige Emotionen. Ich weiß nicht warum. Ich habe darüber mit den anderen auch geredet und super viel nachgedacht, weil es mich einfach genervt hat, dass es mich blockiert. Und dadurch, dass ich mit den anderen mich darüber unterhalten habe,
ist mir klar geworden, dass das eine Sache ist, dieses Loslassen von meiner Vergangenheit, von meinen alten Gewohnheiten, von meinen alten Gedanken. Und die andere Seite ist, was ich jetzt sehe, was ich nicht nur hier, sondern später auch in Deutschland und überall in der Welt erreichen kann. Und das ist kraftvoll. Und diese zwei Sachen, Vergangenheit und die Zukunft, das zu trennen und die eine loszulassen und die andere aufzunehmen, ist nicht einfach. Erfolgreich zu sein ist nicht immer einfach. Vor allem am Anfang, wenn du vor dein nächstes Level stehst. Und deshalb ist es wichtig, dass deine Umgebung dich in diesen Situationen auch unterstützt. Das ist kraftvoll. Kraftvoll. Ich habe es so erlebt, dass also wir waren ständig heute Vormittag Tränen in meinen Augen. Ich kann das nicht anders erklären. Eine Sache war, dass ich aus Serbien komme, seit 6,5 Jahren in Deutschland lebe und jetzt bin ich hier in Kapstadt. Und das ist einfach krass, weißt du? Und wenn du einen Weg in deinem Kopf bisher hattest, was du erreichen kannst, dann bist du da und da siehst du, dass deine wildesten Träume sind immer noch viel zu klein. Und das ist schrecklich ein bisschen, muss ich sagen. Und es ist bei jedem anders. Bei mir war das jetzt so, ich hab mit meinem Coach, mit anderen Teilnehmern darüber auch geredet, mit meiner Schwester auch. Und das ist kraftvoll, Mann. Und es freut mich so fucking sehr, dass ich da bin, dass ich so wie ich bin mit euch kommunizieren kann, dass ich euch mit auf den Weg mitnehmen kann, so wie ich bin, so wie ich jetzt da stehe. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Sachen, die jetzt kommen werden. Und bleib gespannt, es wird richtig geil sein. Viele Grüße.